Im Jahr 1995 geschah in der saudi-arabischen Stadt Medina etwas äußerst Außergewöhnliches. Dieser außergewöhnliche Vorfall kam nach 25 Jahren ans Tageslicht. Denn ein im Jahr 2020 gefundener Brief erzählt von einem Ereignis, das die Grenzen unseres Verstandes überschreitet. Dies ist die Gesandtenmoschee. Sie befindet sich in Medina und ist nach der Heiligen Moschee in Mekka die zweitheiligste Moschee im Islam. Denn hier befindet sich die Grabstätte von Mohammed, dem Gesandten Gottes. Außerdem sind dort auch die ersten beiden Kalifen Abu Bakr und Omar begraben. Zunächst stand hier das Haus des Gesandten Mohammed, das er 622 nach Christus erbauen ließ, sowie eine zu seiner Zeit errichtete Moschee. Die Moschee wurde in späterer Zeit beträchtlich erweitert und heute liegt der bedeutendste Teil, das Grab Mohammeds, unter der grünen Kuppel. Nun möchte ich euch von einem Vorfall berichten, der 1995 stattgefunden haben soll. Dieser Vorfall soll in den saudi-arabischen Regierungsarchiven ebenfalls dokumentiert sein. Wir schreiben das Jahr 1995. In regelmäßigen Abständen wird die grüne Kuppel der Moschee gereinigt. Auch in diesem Jahr ist dies der Fall. An der berühmt-berüchtigten Kuppel befindet sich eine kleine Luke, durch die man in die Grabstätte reinschauen kann. Einer der Mitarbeiter, der während der Reinigung bis dahin klettert, schaut durch die Luke und sieht, dass sich unmittelbar neben dem Grab des Gesandten ein toter Vogel befindet. Sofort eilt er zu den Zuständigen und berichtet von dem toten Vogel, den er durch die Luke gesehen hat. Da es sich bei der Grabstätte des Gesandten um eine Heiligenstätte handelt und man von unten aus nicht einfach reinspazieren kann, denken die Zuständigen eine Weile darüber, wie man den toten Vogel aus der Grabstätte schafft. Denn auch wenn man die Grabstätte außen herum besuchen kann, befindet sich das Grab des Gesandten Mohammed in einer Kammer. Die Kammer ist von mehreren Wänden umgeben, die keine Fenster oder Türen haben. Außerdem sind diese Wände von einem grünen Tuch umhüllt. Daher ist das Grab weder sichtbar noch zugänglich. Die kleine Luke an der grünen Kuppel soll demnach die einzige Stelle sein, von der aus man das Grab des Gesandten teilweise betrachten kann. Nach einigen Beratungen mit den damaligen Großgelehrten fällt endlich die Entscheidung. Demnach soll ein zierliches, 6- bis 7-jähriges Kind, dessen Verstand gerade mal so weit entwickelt ist, dass er auf Anweisungen hört und auf sich achten kann, gefunden werden. Das Kind soll mit einem Seil gebunden durch die Luke runtergehängt, nach dem toten Vogel greifen und wieder hinaufgezogen werden. Für diese kleine Operation sollen sich etliche Familien gemeldet und die Zuständigen drum gebeten haben, sich für ihre Kinder zu entscheiden. Schlussendlich fanden die Zuständigen das richtige Kind und ließen ihn, gebunden an ein Seil, durch die Luke runter. Währenddessen soll ein Sicherheitsbeamter, der den Seil festhielt, unmittelbar an der Luke gewartet und ununterbrochen nach dem Kind geschaut haben. Allerdings fiel ihm plötzlich auf, dass das Kind sich entgegen der Richtung bewegte, die der Sicherheitsbeamter sehen konnte. Ohnehin war es für ihn dort oben schwierig, sich zu bewegen. Als das Kind entgegen den Anweisungen in eine ganz andere Richtung lief, soll der Sicherheitsbeamter nach dem Jungen gerufen und gleichzeitig am Seil gezogen haben. Zeitgleich fingen die Menschen, die um die Moschee herum warteten, an, nach dem Kind zu rufen. Für einen Moment soll die Situation außer Kontrolle geraten und chaotisch gewesen sein, bis der Sicherheitsbeamter merkte, dass das Seil sich endlich ziehen ließ und der kleine Junge sichtbar war. Nachdem das Kind wieder oben war und aus der Luke stieg, brachte der Sicherheitsbeamter ihn wieder runter. Um das Kind herum hatten sich binnen weniger Sekunden die neugierigen Menschen versammelt. An diesem Moment geschah etwas Außergewöhnliches. Denn die Menschen sowie die Zuständigen sahen, wie das Kind in einer Hand den toten Vogel und in der anderen Hand einige Trauben hielt. Verwundert fragten sie den kleinen Jungen, woher er die Trauben plötzlich her hat. Als das Kind anfing zu sprechen, herrschte plötzlich die Ruhe. Das Kind erzählte von 5 Männern, die bei der Grabstätte halbkreisförmig auf dem Boden gesessen haben sollen. In der Mitte dieser 5 Männer soll ein Kristallteller mit Trauben gestanden haben. Die Menschen und Zuständigen um das Kind herum schauten sich mit verblüfften Blicken gegenseitig an. Das Kind führte fort und sagte, dass einer dieser Männer, dessen Aussehen wunderschön gewesen sein soll, ihn zu sich gerufen und nach seinem Namen gefragt hat. Als der kleine Junge seinen Namen preisgab, soll der Mann sich ebenfalls vorgestellt und gesagt haben, dass er Mohammed heißt.
Als die Menschen diese Worte hörten, fielen sie auf die Knie, brachen im wahrsten Sinne des Wortes zusammen und fingen an zu weinen. Überrascht wegen der momentanen Situation führte der Junge mit lauterer Stimme fort und sagte, dass der wunderschöne Mann namens Muhammad ihn gefragt hat, warum er dort ist und was er dort zu suchen hat. Der Junge soll ihm von dem Vorfall mit dem toten Vogel und warum er dort unten ist erzählt haben, woraufhin der Mann gelächelt und ihn gestreichelt haben soll. Ständig wiederholte der Junge beim Erzählen, dass der Mann namens Muhammad wunderschön gewesen war. Dieser Mann war offensichtlich Muhammad, der Gesandte Gottes, und erschien unerklärlicherweise dem kleinen Jungen. Schlussendlich soll er ihm ein paar Trauben gegeben und Folgendes gesagt haben. Sag den Leuten, die dort draußen auf dich warten, dass sie geeint und in Frieden miteinander leben sollen. Sag ihnen, dass sie die Rechte anderer nicht verletzen sollen.